ist denn sowas? Steffen Hensler im Team mit Bernhard Hoeker. Und sie spielen gegen Tim Meltzer und Elton. Das Duell der Starköche. Es geht los. Hamburg, denn da ist ja unser Wer weiß denn sowas Studio. Und es freut natürlich auch unsere beiden heutigen Gäste. Steffen Hensler und Tim Meltzer sind zu Gast, meine Damen und Herren. Aber da treffen auch zwei Welten aufeinander. Das werden wir sicher heute in der Sendung auch wieder erleben. Die beiden kennen sich gut. Ja. Mögen sich auch. Schätzen mögt sich. Ihr euch auch? Ja. Wir mögen uns, wir respektieren uns nur nicht. Ja. Okay. Ich habe da gleich was zum Anfang für euch, aber auch für Sie zu Hause. Wussten Sie eigentlich, dass natürlich Jingle Bells das erste Lied war, das im Weltall gespielt wurde? Das nächste Weihnachten kommt bestimmt, oh, da könnt ihr da noch mal auftrumpfen. Ich habe Gänsehaut drauf, ja, und runter, den ganzen Körper. Schöne Randinfo, danke. Ja, nee, schön, ne? Ja, genau. Kann man machen. Jingle Bells. So, dann wollen wir uns mal der Zuschauerverteilung widmen. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Zuschauer sich heute entschieden haben. Hinter Bernhard und Steffen Hensler sitzen 69 wow. Zuschauer. Hinter Elton und Tim Meltzer 59. Das hat erstmal nicht viel zu sagen, außer dass Bernhard und Steffen Hensler gleich die erste Kategorie auswählen dürfen. Und hier sind sie, unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind deutsche Sprache, Heimat, Essen und Trinken, Staatsgeheimnis, Trick 17, tierisch, tierisch, Apotheke, das Wetter, das Fragezeichen, Kino, total genial und Mittelalter. Ja, hat er Angst? Ich, hat er Angst? Ja, ja, er hat Angst. Hat Angst. Deshalb entscheide ich. Gar keine Angst. Das ist einfach nur taktisches Denken. Essen und Trinken heißt ja nicht unbedingt. Wir nehmen Essen und Trinken. Was heißt Essen und Trinken? Das ist nichts mit Essen und Trinken zu tun? Nein, aber das gibt ja auch. Ich guck mir die Frage mal an. Sehr gut. Und aber ich sag mal so, ach, das solltest du eigentlich besser wissen. Viele Gerichte. Weißt du es? Klar. Dann sag es. Nee, ich will erst mal ein bisschen Poker. Man muss sich selber auch spannend halten. Hm? Nee, das weiß Steffen wirklich, weil sein Essen selten frischer ist als einen Tag. Bei da kennt er nicht mehr aus, das ist halt Vollzeit. Viele Gerichte wie Eintöpfe und Suppen schmecken einen Tag nach der Zubereitung meist besser, weil Geschmacksstoffe A. aus den Zellen diffundieren und sich neu verteilen, B. durch das zwischenzeitliche Abkühlen denaturieren oder C. mit dem Luftsauerstoff reagieren und sich vermehren. Bin ich froh, dass ich einen Fachmann neben mir habe. Bam, sag es! Sag es! Können sich Geschmacksstoffe vermehren? Das glaube ich zum Beispiel nicht. Bom, C ist weg. Bitte streichen Sie das jetzt. Ja. So. Was ist denaturieren? Das heißt, dass sie dann sozusagen zurück zu ihrer eigenen Struktur gehen oder was war das? Och, zurück zu ihrer eigenen Struktur. Frage, ich muss Fragezeichen. Ist egal, das klingt so klug, ich sage ja, bestimmt. Ja, ich würde tendenziell auf A tippen. Das stimmt ja wirklich, ne? So bestimmte Sachen, so ja. Auch, das, auch an der Autobahnraststätte. Nein, ist ja ein Koch im Publikum. Das ist Abkühlen, denaturieren. Was ist denn denaturieren? Ja, was du sagst, sich zurückentwickeln. Also wieder in irgendwelche. Ach, das kann natürlich sein. Dass Steffen versteht ja schon den Ansatz der Frage nicht, wieso kann Essen schmecken. Hör mal zu, Falle. Ja. Oh, heute willst du es wissen. Heute willst du es wissen. Ich habe jetzt Spaß, egal wie es ausgeht. Sorry. Die Frage ist zum Beispiel, was ist mit Pfeffer und Salz und solchen? Hat das was mit Zellen und Diffundieren zu tun? Aber sich neu verteilen kann ja eigentlich nicht sein. Das würde eigentlich Sinn machen.
Du glaubst doch nicht, dass ich hier eine Entscheidung treffe, wenn wir nehmen B. Ja, wir nehmen B. Gott. Eintöpfe und Suppen schmecken am zweiten Tag meist besser. Laut Aromaforschern liegt das zum einen an der veränderten Textur der Zutaten, die zumeist als angenehmer empfunden wird. Darüber hinaus diffundieren Geruchs- und Geschmacksstoffe aus den Zellen der einzelnen Zutaten und verteilen sich neu. Der Geschmack wird durch die Neuverteilung in der Regel als intensiver empfunden. Nein! Deine erste. Hätte auch klappen können. Ganz ehrlich, es ist ja keine Herausforderung, das da drüben. Also nehmen wir die schwierigen Fächer von Anfang an. Seid ihr einverstanden? Gut. Trick 17. Trick 17. Schwere wäre das Wetter, aber ist egal. Womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz entfernt werden? A. Föhn, B. Staubsauger oder C. Kühlpack? Ich muss die Frage erstmal verstehen. Womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz entfernt werden? Ich denke, dass du es mit dem Föhn ist ja nur weiter eintrocknen. Ja. Vielleicht die Luftbewegung, die dann das Weiße, also das ist ja ein Salz oder irgendwas, was da in dieser Flüssigkeit drin ist. Ja? Mhm. Ist das, analysiere ich da richtig oder mache ich das gerade falsch? Naja, so. Ja. Es muss ja nicht unbedingt. Der Staubsauger, da denkt man so, da hält man das drauf und weg. Das Kühlpack könnte ich mir vorstellen, weil es da drunter kondensiert und dadurch wird es wieder flüssig und man wischt es dann ab. Und das Kühlpack ist so ziemlich das am weitesten hergeholt. Wir machen eine schnelle Nummer heute, oder? Ja. Das finde ich, klingt okay. Föhn, das trocknet noch mehr ein. Staubsauger macht gar keinen Sinn. Föhn ist so Kaugummi, Gummi, Klebstoff, solche Sachen, um das wieder zu. Wir reden Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken. Das ist getrocknet. Davon gehe ich jetzt gerade mal aus. Ja. Lackiert bedeutet es nicht eingezogen. Das heißt, es ist ein Stoff, der da drin ist. Kalk. Kalk ist, glaube ich, der Stoff, der da drin sein könnte. In dem C. War heiß? War der heiß? Hast du jetzt doch belabern lassen. Nee, ja. Heiß. Warte, nee. Entschuldigung. Heiße Flüssigkeiten. Ja, jetzt ist aber zu spät, weil jetzt das ist dieser Wälzer-Effekt, der labert so lange, dass keiner mehr weiß, worum es geht. Alle denken, hä? Sind Massivholzmöbel lackiert, reagieren sie empfindlich auf heiße Flüssigkeiten. Der Lack wird matt und es entstehen hartnäckige, weißliche Flecken. Um sie zu entfernen, kann ein Föhn helfen. Einfach auf die höchste Stufe stellen und nah an den Fleck halten. Dieser verschwindet nach einiger Zeit wie von selbst, da der Lack der Tischplatte auf die Hitze reagiert und nun wieder transparent wird. Oh, der Kade! Es bleibt spannend, es steht nach wie vor unentschieden, meine Damen und Herren. Da bin ich eigentlich ganz gut drin. Echt? Also wenn das übrig bleibt, können wir es dann nehmen. Im Kino. Nein, du bist das. Du sagst gar nicht. Ich so, nächste Kategorie. Du willst was? Kino nein. Haben? Kino. Hm? Kino. Oh Gott. Die Frage aus der Kategorie Kino. Vor Beginn der Dreharbeiten zu Stirb langsam jetzt erst recht musste A. Bruce Willis vertraglich zusichern, morgens rechtzeitig aufzustehen. B. Die Filmproduktionsfirma allen Bewohnern Manhattans versichern. Oder C. Sich der Autor für sein Drehbuch vom FBI verhören lassen. B. Vor macht schon mal keinen Sinn. So stirb langsam nicht zu bezahlen. Jetzt erst recht. B. macht keinen Sinn. Sich der Autor für sein Drehbuch vom FBI verhören. Jetzt erst recht. War ja, glaube ich. So, genau. Mit muss einer der Letzteren gewesen sein. War das nicht der Letzte mit seinem Sohn? Ja, ich glaube auch. So. Bruce Willis ist aber nicht bekannt dafür, dass er jetzt irgendwie, glaube ich, der soll ein bisschen arrogant sein, aber soll jetzt nicht irgendwie schlecht arbeiten oder so. Ist das nicht eh schon klar, dass der am Set sein muss? Also warum? Ich würde sagen C, weil das macht Sinn, dass das irgendwie so nah an irgendeiner Geschichte dran war, dass dieses Drehbuch, dass sie gefragt haben, wie bist du auf diese Idee gekommen? Das zu schreiben, weißt du? Das also ja, vielleicht hatte der Dinge da reingeschrieben, die merkwürdig waren. Das spielt er sich am Anfang auch in Moskau? Ist das nicht, das wo sein Sohn, wo er seinen Sohn aufsucht? Also, die haben eigentlich keinen Bock aufeinander, ne? Ja, genau. So, ne? Dann findet er den in Moskau. Aber nicht das Ende verraten, nicht das Ende verraten. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich glaube, er gewinnt. Ah, verdammt. Ja. Ich glaube, er rettet. Tendenziell würde ich zu C tippen. Pass auf, du warst ja eben schon so sicher.
Und auch hier hast du gesagt, du kennst dich mit Kino aus. Warum soll ich einem Kino-Fan... Du machst es dir heute aber sehr einfach auch, muss ich sagen, ne? Entschuldigung. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Okay, das Team Hensler entscheidet sich für C. So, come on, ey, jetzt muss der Erste sitzen. Bruce Willis schlüpfte 1995 für Stirb langsam, jetzt erst recht, zum dritten Mal in die Rolle des Polizisten John McClane. Seine Widersacher im Film stehlen die Goldreserven der New Yorker Federal Reserve Bank und fliehen damit durch ein angrenzendes Tunnelsystem. Der spektakuläre Raub rief schon vor Beginn der Dreharbeiten die Behörden auf den Plan. Drehbuchautor Jonathan Hansley wurde vom FBI zu seinem Insiderwissen bezüglich des Bankgebäudes und der angrenzenden Tunnel befragt. Die simple Erklärung: Die Bank hatte ihm vorab bereitwillig eine Führung gegeben. Sehr gut. So, nächste Kategorie. Total genial. Und wir nehmen den Föhn. Leichter, zickiger und ich halt mich Was auf. Ist hilfreich, um beim Angeln in der Natur an Regenwürmer zu gelangen? Autobatterie. Dynamit. A. Nylonschnur und Büroklammer. B. Holzpflock und Metallstück. Oder C. Alufolie und Wasser. So, wir wollen Regenwürmer sammeln oder... Okay. Nylonschnur und Büroklammer. Nein. Nein. Holzflock und Metallstück. Haben Regenwürmer Ohren? Ohren? Ja, also können die hören. Ich habe noch keine gesehen, Ohren. Was ja nichts heißt. Warum? Naja, Holzflock und Metallstück wäre für mich eher eine mechanische Lösung. Sowas hier. Dass du klopfst und dass da irgendwas passiert, dass da vielleicht so Regen nachmachen oder keine Ahnung. Die hören das oder spüren die Vibrationen und denken, ah, da passiert was, lass mal das Köpfchen Meinst rausstecken. Du, der Regenwurm ist wirklich so einfach gestrickt wie du, dass er dann, wenn es klopft, oh, es regnet? Ja, aber okay. Ja, aber wenn es bei mir an der Tür klopft, mach ich auf. Mit dem Holzblock haust du auf den Rasen rum? Schaffst du vielleicht Vibrationen. Was machst du denn mit dem Metallstück? Das gibt einen Klang, das gibt einen speziellen Klang. Ja, aber was machst du jetzt damit? Mit dem Holzblock haust du auf dem Rasen, mit dem Metallstück haust du gegen den Holzblock oder Nein, was? Nein, du legst vielleicht das Metallstück auf den Rasen, ja, und klopfst entweder mit dem Holz auf das Metallstück, dass der Klang wie eine Klangschale, ein Gong sozusagen, in die Erde eindringt. Der Regenwurm per se sagt, so habe ich hier nicht gebucht, ich habe das ein bisschen ruhiger, entspannter gehabt, ja, und kommt dann raus und will sich beschweren. Dann nimmst du ihn und ab an Haken und die Nylonschnur. Bei Alufolie und Wasser, ich habe Alufolie, ich habe sofort so eine Assoziation, wenn man auf ein Kaugummipapier beißt. Das ist so ding, dass es so ein bisschen durch den Kopf jagt. Und wenn man eventuell über Wasser und Alufolie so eine Art von elektrischer Leitung hineinkriegt, also sowas wie eine Grundladung, dass sie sagen, so, jetzt wird es hier aber richtig unbequem. Mal ganz, weißt du? Mal ganz kurz, dass der Eltmann in Ruhe überlegen kann. Aber findest du das nicht gut? Aber ich finde, das ist doch eine geile Erklärung. Ja, super. Super. Du könntest die Alufolie auch hinlegen und das Wasser so drauf spritzen, dann hört es sich noch eher an wie Regen als wie mit dem Holz. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Könntest du einfach mal kurz bei deiner Mannschaft? Das Publikum? Ich glaube, Alufolie Wasser. Du hast doch die ganze Zeit eben B dir erklärt. Nein, du hast nur bei B so viel nachgefragt. Aber ich bin für Alufolie. Wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Da gibt es bestimmt einen Gartenexperten, der sich mit Regenwürmern auskennt. Also. Eine Expertin. Ich wollte. Wenn ich sage Gartenexpertin, war das natürlich komplett geschlechtsneutral gemeint. Ja, ich wollte damit nicht sagen, dass Frauen sich nicht mit Gärten auskennen. Ja. Hallo, wie heißt du? Olga. Hallo, Olga. Hallo. Woher kommst du? Hallo, Olga. Wir kommen aus Münster, mein Freund und ich, ja. Okay, ja, ihr habt das diskutiert oder bist du die Gartenexpertin, nee, die Regenwurmexpertin? Ich bin auch Gartenexperte, so, aber ich habe sofort, meine erste Intuition war C. Eigentlich eher, wie Steffen Hensler das schon gesagt hat, dass das... Wenn das stimmt. Aber das war meine erste Intuition auch direkt. Stimmt. Also, weil das Prasseln da drauf ist, glaube ich, so... ist, glaube ich, eher so dieses Regengeräusch und das lockt, glaube ich, dann Regenwürmer auch an. Verstehe, aber das setzt ja dann schon auch voraus, dass die was hören müssen.
Ja. Ja, ja. Alles klar. Ne, die Vibration vielleicht. Ja, also okay, okay, okay. So. Dann wollen wir aber die Hälfte des Punktes abhaben. Ja? Wir schauen. Also, Olga C. ist eingeloggt. Hier kommt die Auflösung. Also, das ist ja nicht. Um möglichst viele Regenwürmer aus dem Boden zu locken, wird von Anglern gerne das sogenannte Wurmgrunzen genutzt. Für diese Technik wird zunächst ein Holzpflock in die Erde gerammt und anschließend immer wieder mit einem Metallstück darüber gerieben. So entstehen im Erdboden maulwurfsähnliche Vibrationen und die Regenwürmer fliehen in einem Radius von mehreren Metern massenhaft an die Erdoberfläche. Ganz gemein. Der Hänsler hat falsch vorgesagt. Ja, Olga, da hast du dich ein bisschen von ihm verleiten lassen. Gar kein Problem, es ist ja noch gar nichts entschieden. Danke trotzdem, es ist ja immer auch mutig aufzustehen. Und du warst auf dem richtigen Weg, Tim. Deine komplette Erklärung für B war richtig. Hättest du am Ende nicht auf C plädiert. Ne? Hab ich ja nicht. Ne? So. Das war Olga. So, es bleibt so, bei jetzt sag mal, was meinst du? Lass uns Apotheke, weil noch haben wir die Leute ja, die uns helfen können. Das okay, alles klar. Apotheke. Wieso gehen die gleich, oder was? Nee, aber Mittelalter ist meistens spezieller. Okay. Apotheke. Was müssen neu hergestellte Medikamente seit Februar 2019 in der EU aufweisen? A. Hinweis auf Alternativmedikamente. Nee. B. Quadratischer Code, um die Echtheit prüfen zu können. Oder C. Abschnitt mit Kundenbewertungen im Beipackzettel. Also bitte. Also C kann es doch nicht sein, oder? Nee. Und da sind da so 5 Sterne drin und da steht dann nur, hey, total toll. Ja. Ja. War total toll, aber bei der Lieferung kaputt. Also ich meine, das ist... Nein, das ist auf so. Never ever. Hinweis auf Alternativmedikamente, da kann da auch nicht drinstehen. Nehmen Sie doch was anderes. Ich würde... Gucken Sie sich die Kundenbewertung an. Uns ja, nochmal, ja. Gehen Sie mal Melzer essen, obwohl er nur 1 Stern hat. Ich würde B, hätte ich auch sofort gesagt. Ja, da quadratischer Code, ich bin überlegen, wenn man die Packung hat. Ist das nicht sogar mit so Gestand? Ja, das wegen Blinden gibt es auch, aber da ist ja nicht irgendwas... Um die echt... Ja, das auf keinen Fall. Also C schließen wir aus, A schließen wir auf, dann wird es ja nicht leichter, also schwerer. Nee. Dann nehmen wir jetzt... Wir sind ja die Schnellen. Anspruch B. Ja, 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 ja! Offensichtlich gerade ein Apothekerkongress in Hamburg. Um zu verhindern, dass gefälschte Arzneimittel in Umlauf geraten, müssen Verpackungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten seit Februar 2019 neue Sicherheitsmerkmale aufweisen. Dazu gehören ein Erstöffnungsschutz, eine Seriennummer und vor allem ein quadratischer Barcode. Durch Scannen dieses sogenannten Data Matrix Code müssen Mitarbeiter von Kliniken oder Apotheker alle Informationen auslesen und die Packung auf Echtheit prüfen. Diese Richtlinie gilt in der gesamten EU. Richtige Antwort, 500 Euro dazu, ihr steht bei 1000. Schnell auf den Punkt, richtig. Fertig. Ohne Nachdenken. Ich finde den Applaus ja so zynisch euch gegenüber gerade. Ja. Nein. Komm mal, das tierisch, ist lustig. Ja. Anthropologen haben in einer Studie in einem Zoo festgestellt, dass A. Löwen lauter brüllen, wenn die Sonne nicht scheint. B. Schimpansen Menschen genauso oft und gut imitieren wie umgekehrt. Oder C. Pinguine schneller gehen, je mehr Zuschauer da sind. Das ist jetzt eine Apothekenfrage. Ja. So, also B ist sehr offensichtlich. Schimpansen Menschen genauso oft und gut imitieren wie umgekehrt. Ist ja genau das, was immer passiert. Irgendein Vollpfosten steht vom Affenkäfig. Es macht den nach irgendwie und ist Löwen lauter brüllen, wenn die Sonne nicht scheint. Ich habe noch nie einen Löwen im Zoo brüllen hören, noch nie. Pinguine schneller gehen, je mehr Zuschauer da sind. Das ist, also Pinguine sind lustige Tiere. Das machen wir. Ja. Und vielleicht schlägt der Puls höher und die sind aufgeregter und gehen deshalb schneller, und weil die auf einmal die Zuschauer wahrnehmen. Aber die schwimmen ja meistens da. Die gehen ja aber nicht. Aber irgendwann, mal angenommen, da sind 5 Zuschauer. In einem Zoo. In einem Zoo. Und die Pinguine sagen sich schon, oh, da sind 5 Zuschauer, wir gehen mal ein bisschen schneller. Dann kommen auf einmal 5 dazu, sind 10. Ach du Scheiße, wir müssen noch schneller gehen. Was machen die denn mit 50? Ja, wenn eine Schulklasse kommt, wenn da mal 50 Leute stehen, irgendwann. Einmalig, du weißt ja, wie das ist. Ja, aber je mehr Zuschauer da sind, je schneller gehen die. Was machen wir denn? B.
Dem imitierenden Verhalten von Affen wird vor allem eine Lernfunktion zugeschrieben. Doch es ist auch eine Form der sozialen Interaktion. Anthropologen haben dabei 2018 nachgewiesen, dass Schimpansen im Zoo nicht nur die Besucher nachäfften, sondern auch umgekehrt. Die Menschen imitierten die Affen genauso oft und gut. Durch das Kopieren von Klopfen, Küssen und Klatschen des Gegenübers hielten Schimpanse und Mensch ihren spontanen Austausch aufrecht. Und so dauerten die Interaktionen mit Nachahmungen signifikant länger als die ohne. Und damit die ersten 500 Euro. Respekt. Das war so trostlos. Der nächste, bitte. So, jetzt wird's langsam komplex. Ja. Ich bin ja für Mittelalter. Ja, wenn du so Bock drauf hast, dann nehmen wir das. Ja, du hattest ja auch Kino. Wir nehmen Mittelalter. Aber, ja. Genau. Weshalb befinden sich an historischen, vor allem mittelalterlichen Büchern häufig Schnallen zum Schließen? A. Sie signalisierten, dass das Buch Würdenträgern vorbehalten war. B. Die Schnallen wurden zum Binden benötigt und nicht wieder entfernt. Oder C. Auf die Pergamentseiten musste ständig Druck ausgeübt werden. Das ist ja mal spannend. Ja. Also A ist nein, nicht nach Motto, hier ist ein kleiner Schlüssel, damit nur du das lesen kannst, dieses Buch. Nee, A würde ich Tom komplett ausschließen. Nein. Okay. Oder der Druck auf die Pergamentseiten. Vielleicht, dass sie nicht anfangen, vielleicht haben die ein anderes Verhältnis wie Papier. Ja, ich meine, damals war natürlich Feuchtigkeit und so weiter. Dann fangen die an, sich zu wellen. Da musste eher Druck ausgeübt werden. Das ist eigentlich das Gute. Deshalb wäre ich so bei C. Ich weiß aber auch, feuchten dass die erst, Mittelalterkeller. Dass die erst später gebunden wurden. Das heißt, ich bin für ein bisschen für B, ein bisschen mehr für C. Was ist denn deine. Wo fühlst du dich denn da so hin? Ich sag mal vornherein, ich hätte diese Kategorie ja nicht genommen. So. Aber jetzt, wo wir sie genommen haben, ja, also genau. Ich glaube. Theoretisch würde mir C auch klar, also für mich klarer, zu sagen, das Pergamentpapier, dass es einfach zusammenbleibt. Weil wenn nicht, glaube ich, wird das Buch nicht größer, die Seiten reißen vielleicht raus. Durch diesen Druck, dass es einfach zu bleibt, bleibt das glatt und es bleibt lesbar. Das wäre so mein, die schreiben ja mit Tinte, haben sie vorher schon wahrscheinlich, ne? Das ist ja die Frage. Ja, ja. Aber zum Buch binden, glaube ich, brauchst du jetzt nicht die Schnalle, dass es zuhält. Das kannst du, glaube ich, auch so machen. Da könntest du theoretisch auch ein schweres Gewicht draufstellen und das in Ruhe hinten zumachen. Da musst du nicht unbedingt eine Schnalle anbringen. Nur um das Buch zu binden. Ich sag doch, komm, du wolltest auch C nehmen. Ja, C, war ja bei Kino doch auch richtig. Ja. Mittelalterliche Manuskripte besitzen meist Seiten aus Pergament, das sich durch die Luftfeuchtigkeit wellt. Daher bestanden die Buchdeckel früher oft aus Holzbrettern, die von einer oder mehreren Schnallen zusammengedrückt wurden. So wurde ständiger Druck auf die Seiten ausgeübt und ein Verformen des Pergaments verhindert. Ja. 1500. So macht das Spaß. Komm, mach du mal. Heimat. Gut. Läuft. Hieß das letzte Buch von Tim Mälzer nicht Heimat? Teil 1, Teil 2. Okay. Einmal im Jahr werden im pfälzischen Göcklingen A. alle Haustüren für 12 Stunden offen gelassen, B. die besten Doppelgänger von Vincent van Gogh gekürt oder C. die deutschen Gockelkrähe-Meisterschaften ausgetragen. Das ist schwierig. Juhu, Glück gehabt! Okay. Mann. Also. C. Die deutschen Gockel. Kommst du denn sofort auf C? Naja, weil die besten Doppelgänger von Vincent van Gogh, dann müsste da ja schon eine Ansammlung von diversen Menschen ohne Ohren sein. So. Oder? Um zum Doppelgänger gekürt zu sein. Ich sag mal, bei deinem Gesülze manchmal besser, wenn man nur eins hätte. Ja. Und wenn das auch noch verstopft wäre. Also, ja, und warum sollen die das machen? Ist Vincent van Gogh in Göcklingen geboren? In GOG. Göcklingen, Gogh. Ja, aber das ist wirklich sehr bescheuert. Dann ist er genau. Oder vielleicht war er da, man hat da irgendwas gemalt. Nee, B finde ich auch total bescheuert. Alle Haustüren für 12 Stunden offen lassen. Vielleicht ist das tatsächlich irgend so ein uralter Brauch. Einmal im Jahr. Durchkehren nach dem Motto, wir lassen noch mal frischen Wind in die Bude. Was ist, wenn da einer nicht mitmacht? Muss der ausziehen aus der Stadt? Wie ist denn das bei der Kehrwoche? Es ist nicht in der Pfalz. Ist mir schon klar, aber wie stark kann so ein gesellschaftlicher Druck sein? Oh. Oh. Ja?
Also B schließen wir aus. Was ist denn jetzt tatsächlich mit der Gockel-Kree-Meisterschaft? Das ist der Wortwitz Göcklingen, Gockel, Göck, so. Ach, ja, und ah, das ist, da ist die Gockel-Kree-Meisterschaft. Und da hat mal einer angefangen. Für eins müsst ihr euch entscheiden. Komm, machen wir mal die deutschen Gockel. Ich sagte, ich übernehme mal Verantwortung. Elton hat heute Probleme. Nee, da wissen wir für Team. Ja, dann macht halt. Eine Bergtalfahrt. Ich bin Tal, er auch, aber so, die C. In dem C. Oh Mann, ich hätte so gerne den spannenden Film mit den offenen Türen gesehen. Einmal im Jahr kommen Besucher aus ganz Deutschland ins rheinland-pfälzische Göcklingen. Erstmals 2014, zur 750-Jahr-Feier des Ortes ausgetragen, findet die deutsche Gockel-Krähe-Meisterschaft nun jährlich statt. Die zumeist kostümierten Teilnehmer gackern und krähen in den Kategorien Hahn, Huhn und Küken um die Wette. Gockel-Krähe-Meisterin 2018 ist Martina Gebhardt aus Badenweiler. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Darbietung am meisten. So, ich stehe bei 1000 Euro. Puh, deutsche Sprache oder das Wetter? Wir haben ja noch Publikum. Ja. Deutsche Sprache. Wenn Sie möchten. Gerne. Deutsche Sprache. Der Begriff Schnapsdrossel. A. Wurde ursprünglich für Sänger mit rauer Stimme genutzt. B. Basiert auf dem leicht torkelnden Gang von Drosseln. Oder C. Hat nichts mit einem Vogel zu tun. Ich glaube, es hat nichts mit einem Vogel zu tun. Ich bin der Meinung, das ist das nicht so was, was du auf den Schnaps raufmachst, zum Eingießen oder um die Menge zu dass das Ding da oben drauf Schnapsdrossel heißt. Die zum Drossel, zum Drossel des Schnapses. Das wäre nur meine erste Intention, dass das damit nichts zu tun hat. Meine Drossel. Sänger mit rauer Stimme. Drossel ist, er hat ja keine raue Stimme. Nee, also ich würde A würde ich ausschließen. Basiert auf dem leicht torkelnden Gang von Drosseln. Torkeln, Drosseln, torkeln die, wenn die. Ja, die laufen halt doof. Wie der Zaunkönig, der sitzt auf dem Zaun rum und kräht. Also so, deshalb so, also gibt's ja. Aber das wäre doch zu. Das wäre nun wirklich ganz blöd. Also, das ist ja nun so nah. Willst du Gockel, Krähen und Göcklingen, sag ich ja, okay. Nur. Ja, okay. Ja. Dann. Naja, also wir können aber das Publikum. Sollen wir das Publikum fragen und quasi als Schiedsrichter einsetzen? Sag du bist der Teamkapitän. Ich würde gerne das Publikum fragen, ich bin mir gerade so unsicher. Okay, dann mach. Vielleicht hat es einer gehört, mitbekommen oder kennt so, ist sogar Ornithologe oder betrunken. Okay. Wer weiß, woher der Begriff Schnapsdrossel kommt? Das habe ich mir. Vielleicht ist die Opernsängerin. Hallo. Ja. Grüß dich. Hallo. Ja, so. Ich heiße Iris, komme aus Herzberg am Harz. Ja. Und Iris? Also ich würde auch sagen C, dass es nichts mit dem Vogel zu tun hat. Ja. Also die Drossel hat keinen torkeligen Gang, also das ist Quatsch. Und das erste kann ich mir auch nicht vorstellen. Danke, okay. Quatsch ist jetzt auch eine. Also Iris, wenn man was weiß, muss man sich bei uns definitiv nicht drosseln. Trinkfreudige Personen werden häufig als Schnapsdrosseln bezeichnet. Während der Singvogel seinen Namen laut Wörterbuch wahrscheinlich vom lautmalerischen mittelniederdeutschen Wort Drösle erhielt, hat die Schnapsdrossel einen anderen Ursprung. Schnaps stammt aus dem niederdeutschen Snaps, was so viel heißt wie schneller Schluck. Das althochdeutsche Drossa steht für Kehle, Gurgel. Eine Schnapsdrossel ist also nichts anderes als eine Schluckkehle. Staatsgeheimnis, das Wetter oder Fragezeichen? Aber seit wann spielen wir denn A, B oder beides nicht? Das ist ein was ausschließen. Fragezeichen war immer Staatsgeheimnis. Fragezeichen war schon. Scheinbar. Warum haben Halogenlampen eine längere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen? A. Der Glühfaden enthält gefestigtes Fluor. B. Der Durchmesser des Glühfadens ist doppelt so groß. Oder C. Wolframatome lagern sich am Glühfaden ab.
Also, warum, wenn das B sein sollte, warum hat man denn nicht einfach bei einer normalen Glühlampe den Glühfaden auch doppelt so groß gemacht? Dann hätte er doch auch länger gehalten. Deswegen würde ich jetzt B mal, weil der auch länger ist. Es geht ja nicht um den Durch... Also, der ist auch länger, verstehst du? Ja, vielleicht hat man das einfach verkürzt und verdoppelt. Die Glühbirne per se ist ja... Der Durchmesser ist, das, ist die Dicke des... des Drahtes. Du weißt das, ne? So. Deswegen würde ich B ausschließen. So. A oder C. Hat der Glühfaden gefestigtes Fluor? Man mag es kaum glauben, meine Zahnpasta hat Fluor. Dadurch kriegst du festere Zähne. Ja, die zwei. Dann hast du festere Zähne? Weiß ich nicht. Scheinbar ja nicht. Und Wolframatome. Hießen nicht früher die Glühbirnen immer Wolfram? Oder ist das nicht so ein Hersteller Wolfram? Halt, jetzt heißen sie Günther. Jetzt ist nur halt die Frage. In der Halogenlampe sind keine Wolframatome drin, logischerweise. Boah, Zuschauer schalten ab, langweilig. Ich sag jetzt nicht, damit kennst du dich ja aus. Oh. Der war ich jetzt. Der war ich jetzt. Da warst du mal drauf beteiligt. Ich weiß, ich weiß. Dünnes Eis, mein Freund. Ich weiß, ich weiß. Ich muss weg. Ich hab damit gewirkt. Egal. Ich bin ein bisschen verzählt, dass ein Wolfram, das sagst du selber, ist ein Gas drin, das hat sich dann verdreckt, der Draht, und dadurch beim Anschalten, paff, ist es denn. Das ist meine einzige Erklärung. Du, ich habe gar keine. Gut, dann raten wir C. Gut. Entscheidung ist Entscheidung, egal ob gewusst oder geraten. Eine Glühbirne glüht, wenn Strom durch den Wolframfaden fließt. Obwohl er sehr hitzebeständig ist, dampfen mit der Zeit immer mehr Atome des Fadens ab, bis er an einer Stelle so dünn ist, dass er durchbrennt. Bei einer Halogenlampe werden Halogene wie Jod dem Gasgemisch im Glaskolben hinzugefügt. Diese gehen mit abdampfenden Wolframatomen eine chemische Verbindung ein und zirkulieren im Inneren. Treffen sie auf den Glühfaden, löst sich die Verbindung auf und das Atom lagert sich wieder am Glühfaden an. Aber nur 1.500 Euro. So, wir haben noch zwei Fragen. Ihr dürft noch mal wählen, Staatsgeheimnis oder das Wetter. Ich bin für das Wetter. Aber ganz. Während der Kältewelle in den USA Anfang 2019 wurden A. durch Frost ausgelöste Beben registriert, B. Einwohner aufgefordert, Wasserhähne durchgängig laufen zu lassen oder C. aus Sicherheitsgründen keine Coffee to go verkauft. Okay. Das ist ja gar nicht lange her, ne? Durch Frost ausgelöste Beben, also dass die Erde so kalt ist, dass es... Ja, dann friert das auch sehr tief und dann dehnt sie sich aus, weil das Wasser sich ausdehnt und das sind dann so kleine, also das sind jetzt so Mini-Beben, aber so... Ja. Einwohner aufgefordert, Wasserhähne durchgängig laufen zu lassen. Das ist natürlich um die Leitung, damit das nicht zufriert. Damit das halt in Bewegung bleibt alles. Ja. Aber eigentlich, wenn ein Haus selber, die Heizung läuft ja trotzdem, ist ja eine Grundwärme vorhanden. Und in der Stadt ist ja sowieso noch mal was anderes als auf dem Land oder so. Auf dem Land würde ich sagen, okay, kann ich nachvollziehen, aber in der Stadt, so. Und aus Sicherheitsgründen keine Coffee-to-go's verkauft. Das war, weil es so rutschig war, dass du hinfällst und dir das Gesicht damit verbrennst, verbrühst. Ja, die sind ja, das ist ja bei den Amis immer so, ne? Die haben ja immer so komische... Ja, was ist denn da aus Sicherheitsgründen, damit keiner draußen Kaffee trinkt? Ja, nur keiner draußen. Sondern, dass sie drinnen Kaffee trinken. Aber die nehmen doch ein Coffee to go, nimmst du doch mit ins Büro auch, oder? Ja, aber es sieht vielleicht, dass es so glatt ist, dass du hinfällst und der aus der Hand rutscht. Ganz ehrlich, dann verkaufe ich ein Coffee to go und laufe durch eine Mall. Da gibt es doch auch Coffee to go. Vielleicht gab es nur Eiskaffee in der Zeit. Ja. So, also A, deshalb würde ich C ausschließen. Ich kann mir A vorstellen. A. 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 Ist ja gar nicht so lange her, diese Kältewelle in den USA Anfang des Jahres. In Chicago wurden Anfang 2019 bis zu minus 30 Grad Celsius gemessen. Das führte zu einem eher seltenen Naturphänomen. Bewohner berichteten von unheimlichen, knackenden Geräuschen. Der Grund lag in gefrierendem Grundwasser.
Das dehnt sich so weit aus, dass es extremen Druck auf Bodenschichten und Gestein ausübt. Je nach Kälte und Bodenbeschaffenheit können Straßen und Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese sogenannten Frostbeben können dabei auch zu erdbebenartigen Erschütterungen führen. Es gibt übrigens auch noch Eisbeben, aber das steht bei Gletscherbewegung. Ja. 2.500 Euro. Und ihr habt noch eine Frage aus der Kategorie Staatsgeheimnis. Ich finde, heute sieht man sehr deutlich, warum die beiden Teamchefs sind und wir nicht. Hallo? Was meldete das britische Finanz- und Wirtschaftsministerium im Spätsommer 2018 als vermisst? A. Ihren obersten Mäusejäger. B. Die Entwürfe für den neuen 5-Pfund-Schein. Oder C. Sämtliche Türgriffe ihrer Büroräume. What? Ich habe keine Ahnung. Also, sämtliche Türgriffe ihrer Büroräume. Wer hat sich denn da den Scherz erlaubt und die Dinge Es gab mal einen Fall, da hat irgendjemand ein Unternehmen oder eine Behörde verlassen und hat bestimmte Buchstaben von der Tastatur entfernt. Das war das Weiße Haus, W. George Bush, da wurde das W entfernt. So, genau, dann ist das vielleicht so, damit man das nicht machen musste. Die Entwürfe für den neuen Fundschein, selbst wenn das passiert wäre, wäre das so secret, dass wir beiden da nie von erfahren würden. England, ich habe da selber gelebt, das sind große historische, brachiale Gebäude, voller Winkel und Ähnlichem. Und da ist viel Historie. Man sieht hier Downing 10 da. Die haben die Katze vermisst, den obersten Mäusejäger. Die haben eine Katze da im Haus, die läuft da rum. Und da ist eine besonders brutale Katze unterwegs gewesen, die halt viel erlegt hat, die regelmäßig geliefert hat, die eine hohe Trefferquote hatte einfach so. Das war so ein dicker, fetter Kater einfach, der da seinen Job gemacht hat. Und der ist im Sommer 2018, Brexit, hat er sich überlegt. Ministerium hat sich mitgekriegt, vermisst. Ja, macht auch am meisten Sinn. Gute Theorie. Es wird ja als vermisst gemeldet. Und wie kannst du, ich vermisse die Entwürfe, was denn so Blödsinn? Sag mal, das wäre auch so geil. Hat jemand zufällig die neuen Entwürfe? von Laternenpfahl angeklebt. Vollkommen gestört. Mit der Nummer auch drauf. Wer diese Entwürfe gesehen hat, melde sich bitte. Gibt auch 5 Pfund Belohnung. September 2018. In London wird in den sozialen Medien eine Vermisstenmeldung verbreitet. Seit mehreren Tagen ist Gladstone spurlos verschwunden. Der von Tierschützern aufgelesene Kater hatte bereits 2016 Unterschlupf im britischen Finanz- und Wirtschaftsministerium gefunden und seither als oberster Mäusejäger des Schatzamts ihrer Majestät Berühmtheit erlangt. 4 Tage nach seinem Verschwinden tauchte Gladstone dann glücklicherweise wieder auf, als wäre nie etwas gewesen. Seither sind die alten Gemäuer wieder mäusefrei. So, Bernhard und Steffen Hensel haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Tim Melzer haben 2.000 Euro. Hier ist unser Finale. Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Literatur. Ich glaube, er wird sicher. Ist mein Captain. Come on. Voll rein. Normal, die Leute wollen aber gewinnen. Aber heute beide Tag. Teams haben gesetzt. Ist so hier ist die heutige Masterfrage. Guck jetzt da hin und warte. Yes! Yes, das weiß ich! Sehr geil, dann mach! Ah. Dann schreib dann, auf! Dann lock doch schon mal ein! Welcher Autor schrieb das Kinderbuch Peter Pan? So. A. Robert Louis Stevenson, B. William Golding oder C. James Matthew Barry? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Mach du. 20 Sekunden. Dann weiß ich, was es doch nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
Golding oder Golding. Ich tippe auf Golding. Nur mein Gefühl, aber das ist so ein schöner. Ich hab das nicht mehr weh. Mach doch, mach doch. D oder C, du aber B. So, beide Teams haben eingeloggt. Auch wenn das Ergebnis quasi vorweggenommen ist, müssen wir die Sendung trotzdem noch zu Ende bringen. Und es lohnt sich immer bis zum Schluss dran zu bleiben. Also bleiben Sie bei uns, meine Damen und Herren. Wir sind sofort wieder zurück. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Steffen Hensler ist bei uns zu Gast. Grill den Hensler. Heißt es bald wieder? Steffen und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt. Auf der anderen Seite Tim Hetzer. Kitchen Impossible, nach wie vor Riesenerfolg im Team mit Elton. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Steffen Hensler hat leider oder kennt die Antwort sicher, deshalb hat er das Finale jetzt ein bisschen unspannend gestaltet, weil er das natürlich auch nicht für sich behalten konnte. Aber wir wissen ja nicht, was sie gesetzt haben, das ist ja noch spannend. Welcher Autor schrieb das Kinderbuch Peter Pan? A. Robert Louis Stevenson, B. William Golding oder C. James Matthew Barry? Das sind die Antwortmöglichkeiten. Wir können uns entspannt zurücklehnen, wir wissen es nicht. Ja. Gucken wir mal, was ihr gesetzt habt. Ich kann mich auch entspannt zurücklehnen, er weiß es. Das stimmt auch gar nicht. Bernhard und Steffen haben gesetzt. Alle? Nein, nicht alles. Das wundert alles. Mich ja jetzt. Ja? 1.501 Euro. Elton und Tim Elze haben gesetzt. 1 Euro. Geil. Da muss man jetzt schon Mathematiker sein, um das zu verstehen. So, welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Steffen haben getippt auf. Antwort B. Elton und Tim haben getippt auf. Antwort B. Sagen wir mal so, wenn es richtig ist, hätten wir eh nichts machen können. Und wenn es falsch ist, haben wir gewonnen. Ja, Nein. Ja, wenn es falsch ist, haben wir gewonnen. Scheiße. Ich weiß es doch. Du bist doch jetzt nicht aufgeregt, du weißt es doch. Nein, das ist also musst du jetzt schon echt mit dem kannst doch jetzt im Grunde schon feiern, das ist doch. Ja, aber es war doch eine gewisse... Wir hätten eh nicht gewinnen kurz, können. Hast du Peter Pan mit Pantau verwechselt? Oder? Hier, ne? Ich würde gerne jetzt so machen. Peter Pan. Ja, sah. Robert Louis Stevenson hat die Schatzinsel geschrieben. Hm? William Golding oder James Matthew Barry? Einer von beiden hat Peter Pan geschrieben, der andere Herr der Fliegen. Ach. Vielleicht kannten wir ihn daher. Ich versuche es jetzt an der Stelle spannend zu machen, wo es eigentlich gar nicht mehr spannend ist. Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren. Peter Pan hat natürlich James Matthew Barry geschrieben. €1.999. Ja, da hat der jetzt mal alle Mann gemacht. Manchmal heißt es bei uns auch, Wissen es macht, aber nichts wissen macht auch nichts. Weil in dem Fall habt ihr einfach clever gesetzt. Es bleiben 1.999 Euro über. Das heißt für jeden von euch 33,88 Euro. Was war das denn für eine Nummer? Schwamm drüber! Schwamm drüber! Das musst du jetzt mit Bernhard ausmachen. Ja? Dankeschön. Vielen Dank mit denen auch. Ja. Ja. Vielen Dank, Steffen. Danke an euch. 33,88 Euro auch für unsere 3-App-Gewinner. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Denkbares Ende der Sendung. Also, denkwürdiges Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen.